Hi. Bye. Hi. Bye. Enemies in right lane. Be careful. Okidoki. Ich hoffe, die wird nicht invaded. Ach, guck mal. Zufall, er spielt Kali. Enemy missing. Cancel that. Attack. Enemy missing right. Be careful. Ja, der Kugel kann mit Lenne schneller da sein. Krieg ich noch den Minion? Ja. Digi, ich hab voll vergessen, das Autotext Schaden machen. Egal, ich habe nichts verloren dadurch. Mhm. Da gehen wir lieber von hinten. Aber immerhin ist es nicht so ein Noob wie Agni vorhin. Das könnte interessanter werden. Dangerous werden. Das könnte dangerous werden, Freunde. Okay. Er wird auf jeden Fall direkt mit Bock auf Toffs starten können. Ah, jetzt haben sie auch noch ihren Speed genommen. Dauert halt eine Weile, bis man mit Toff clearen kann. Ich hoffe, er weiß, dass Dokukan keine Beats wird. Bro! Hätte ich den Stun getroffen. Ich scheiß mal nochmal. Weil man kann mit Kali auf jeden Fall early schon was reißen, also die macht schon Schaden am Anfang, so ist es nicht, ne? 1 gegen 1 ist immer noch richtig gut. Ich glaube, er hat das Gefühl, sie will extrem passiv spielen. Ja, habe ich auch gerade eben gesagt. Will extrem passiv spielen auf Late Game Warden. Kali? Naja, sie ist schon richtig stark, Late Game. Aber sie ist auch leicht auszukontern, ne? Wenn jemand einen Kumba kriegt oder so und sie nicht ranlässt oder einen Kusembo, ist schwer. Aber sie ist auf jeden Fall super stark, sie kann komplett einen Kampf drehen.
Digga, die wollen mich aber, ey. Die wollen mich. Jawohl, ich stacke vor Kukulkan. Das ist gut. An enemy has been slain. Kali, keine Blink geholt. Nice job. Queen and country. Queen and country. Enemy ultimate incoming. Digga, spielt doch nicht so passiv. Geht doch, Junge, Junge, Junge. Juckt wie ein Hund. Also zum Beispiel kleiner Trick, ne? Viele machen erst die 3 und dann die 1. Aber du nimmst deine 1. Bevor du schießt, machst du einfach deine 3 hin und schießt direkt. Das spart dir viel Zeit. Das ist so eine kleine Sache an Toff, die man machen kann. Ja. Ja, aber Games Band ist halt schwierig. Genau, und das nicht machen am besten. Weil es kostet viel Zeit. Und die 3 dann auch am besten auf Instant casten. Ja, wie oft will der mich noch angreifen? Ah, verdammt. Killing spree. Yo, that damage! Warum bergst du, kleiner Pisser? Digga, das hat wehgetan. Fuck! So, das muss es sein, Leute. Ich hasse es, wenn Leute so dumme Scheiße machen. Halber Tower weg, weil der meint, erst Speed zu machen, statt eine volle Wave kostenlos zu nehmen. Ansonsten gehen sie nicht von der Lane runter und nehmen dir die ganze Zeit XP weg. Wenn sie eine komplette Wave kriegen. Digga. Was ein Spacken, ey. Ja, auf die Kali brauche ich mich gar nicht verlassen. Ja, das ist richtig sinnlos. Oh. Und 30 hat immer noch keine Stacks auf Pop auf Top. Nice. Enemy missing!
Alchemist is ready. Okay, an ally has been slain. Enemy ultimate down. An enemy. Nice job. Ja, becken wir mal genug Gold jetzt. Be right back. So. Ultimate is ready. Enemy missing. Enemies have returned to base. Okay. Ultimate is ready. Okidoki. Attack the Gold Fury. I'll attack the Gold Fury. Echt? Ich hab gar nicht drauf gehört. Ah, jetzt hat er die Wave genommen, dieser Hund, Digga. Jetzt hat er die Wave genommen. Attack. Unglaublich. Okay. Oops. Enemy spotted. See, I lost. Boah, fick mein Leben, ich hab grad einen Herzinfarkt bekommen. On my way. Oh, du bist tot, Bro. Ally has been slain. Enemy missing middle. Double kill. Okay. This is control. Enemy missing middle. Pisser. Das Voice Pack, ja. Ich weiß. Ja, ich bin so tot. Diese Kali, Digga, wo ist die? Scheiße. Ich hätte die töten können. Ah, schade. Ja, ja, what's up? Ich hol mir noch Doom-Mob. Dann hol ich mir noch Dead-Item. Und dann noch Buffy. Ja, dann hol ich mir noch, wie heißt das? Soul Gem. Soul Gem ist richtig nice auf der. Mein Kukulkan hat gerade erst 21 Stacks drauf. Yes. On my way. Enemy missing. Okay. Der ist tot, der Bruder. Ah, der will auf ihn blinken. Bist du sicher? Aber Soul Jump nicht immer bauen, also man kann es auf jeden Fall bauen. Der Stun, Bro. Der Stun. Ne, ist nicht besser. Man kann auch Bankrupts bauen.
Aber ich will halt, du willst halt mit Toph auch viel Cooldown haben, ne? Und da ist einfach Soul Gem ziemlich praktisch. In meinem Bild, weil ich habe jetzt zum Beispiel 20%. Mit Soul Gem habe ich 30%. So, und dann habe ich relativ gut Cooldown auf jeden Fall. Ansonsten hätte ich irgendwie was anderes eingebaut. Ja, an sich brauche ich kein MP5 mehr, ich habe mehr als genug. Aber Power ist nice. Ne, da machen wir es doch noch. Movement Speed. 6%. 11%. Ne, ne, holen wir uns nicht. Holen wir erstmal Soul Gem. Ne, holen wir nicht. Holen wir erstmal Pen. So. Queen and Country! Your middle tower has been destroyed. Das ist zum Beispiel dumm, dass er das kauft, weil ich kämpfe nur auf Distanz. Das ist das Geile auch von Toph. Man kann einfach aus der Distanz Schaden machen. Aber das hat jetzt irgendwie überlebt. An enemy has been slain. So. Jetzt haben wir unser letztes Pen-Item. Da geht's los. Los. Be right back. Yes. Ja, ist gut. Duma, bist gut. Vom Weiten einfach mit der Ulti treffen, das ändert alles, ey. Attack the middle Phoenix. On my way. Enemies incoming!
Okay. Okay. Be careful. No problem. So. Your left tower is under attack. Ja. On my way. I'll gank. Corona. Ob wir den wegschotten können? Ja. Ja, man kann ihn wegschotten, Leute. Man kann ihn wegschotten. Dankeschön. Die hassen mich ja richtig. Oh, Scheiße, ich bin voll im Sturm. An enemy has been slain. He's immortal. GG, Leute, GG. GG. Queen and country. Nice job. Good game. Yo, Basti, komm zurück. Ich bin aber wieder weg jetzt. Ja, sie konnte sich das jetzt erlauben, ne? Konnte sich es auf jeden Fall erlauben, jetzt was zu machen. Ist halt auch schlimm, wenn du Kali spielst und die Teammates nehmen dir immer den Last Hit weg, dann stirbst du halt immer in der Regel. Weil das ist so das Einzige, was dich immer am Leben hält in der Regel. Ah, die kriegt nichts von mir, die war scheiße. Die war scheiße. Warum krieg ich so wenig MMA, Alter? Das ist unglaublich. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.